Einen schönen guten Tag. Ich freue mich über all die gekommen sind. Wir wollen Gottes Wort hören. Ein Wort Gottes beeinflusst uns. Ein Wort Gottes prägt uns. Ich habe am Sonntag schon das Thema über das Denken gehabt. Verändere deine Denkweise. Und heute deine Gedanken bestimmen dich oder mich natürlich. Ich spreche mal von mir aus. Denn ich versuche Gedankentraining zu machen. Ich versuche meine Gedanken zu trimmen in eine bestimmte Richtung, mich selbst zu programmieren, wie auch immer. Deine Gedanken bestimmen dich. Alles beginnt ja mit unseren Gedanken. Ich gebe hier meine Erfahrungen weiter, was ich durch das Denken erlebt und erfahren. Denn der Mensch ist der Denkende. Manesco kommt aus dem Indogermanischen, das ist der Denkende. Aber leider Gottes denken zu viele Menschen ganz wenig oder fast überhaupt nicht. Wir sollen viel mehr denken und nachdenken. Was bringt es? Was ist das? Wo kommt es her? Und so weiter. So, ich gebe meine Erfahrungen weiter, wie ich das Geheimnis eines gesegneten Lebens entdeckt habe. Das werde ich euch in den nächsten Tagen auch verraten, und ganz besonders am Sonntag über diesen Samenkorn, da steckt Leben drin. Wenn du das praktizierst, was Gott in uns hineingelegt hat, dann wirst du Wunder über Wunder erleben. Ich predige nichts, was nicht funktioniert. Halt nichts davon auch, über nur so den Himmel sprechen, so weit weg. Gewiss, ich mag den Himmel, ich freue mich über den Himmel und ich war schon mal im Himmel, im Geist und im Gebet und wie auch immer. Aber mir bringt es nicht, ich lebe hier auf dieser Erde, ich muss hier auf dieser Erde meine Probleme lösen. Paulus schreibt einmal, ich glaube, darum rede ich auch. Also wenn ich nicht glauben würde, würde ich auch nicht reden. Und deshalb, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem, was einem gepredigt wird, was einer erfahren hat, eins seiner Erfahrungen weitergegeben hat. Und diese Erfahrungen möchte ich auch hier jedem Einzelnen weitergeben. Ich will erklären, was Glaube ist. Und bitte sei nicht schockiert, dass ich es heute sage. Glaube ist so etwas wie Placebo-Effekt. Verstehst du, dann nimmst du Zucker oder was Süßes, was Nettes und so weiter und glaubst, das ist die beste Medizin, die es auf dieser Welt gibt. Und das ist der Glaube. Der Glaube ist Placebo-Effekt. Ich weiß nicht, was das ist und ich weiß nicht, wie das funktioniert und so weiter. Das ist auch Gott. Der Glaube ist ein gewisses Wissen, eigentlich ein Nichtwissen. Ich weiß nicht, aber ich weiß doch alles. Gott ist mit mir, Gott ist bei mir und Gott hilft mir. Dieses Placebo-Effekt oder dieser Placebo-Beruf auf unsere eigenen Gedanken, Gefühle und Erfahrungen oder Werte. Ich weiß und ich fühle es mich besser und dergleichen. Eigentlich, Placebo hat man im Vietnamkrieg entdeckt. Da war ein Arzt, der musste jemand einige Patienten behandeln und da ist ihnen das Morphium ausgegangen. Und dann hat eine Schwester, die war ein bisschen clever und die hat gesagt, nimm Salzwasser und also Salzlösung und spritzt und sagt, das war hier Morphium, eine Morphiumspritze. Ja, und das hat der Arzt gemacht und bei dem Mann hat es gewirkt, als wenn er Morphium bekommen hätte. Aber es war nur Salzwasserlösung. Nur nebenbei, so funktioniert Placebo, damit du weißt, der Heilige Geist gibt uns Informationen aus einer anderen Welt und alles beginnt mit meinen Gedanken. Wenn ich ein Haus bauen möchte, eine Hütte bauen möchte, das muss ich zuerst mal eine Idee haben, Breite, Länge, Höhe, Dach, wie das Dach sein soll und dergleichen. Alles entsteht in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Meine Erfahrungen gebe ich weiter, wie ich das Geheimnis des Lebens entdeckt habe, wie Gott mich geführt und geleitet hat. Das gebe ich einfach weiter. Viele werden durch Placebos geheilt. Dein Glaube hat dir geholfen. Das war beim Heilung genauso. Jesus hat die Menschen berührt und die kleine blutflüssige Frau hat gesagt, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, würde ich gesund werden. Und sie hat es geschafft. War auch ein Placebo-Effekt. Glaube ist wie Placebo. Du glaubst zum Beispiel an deine Heilung. Der Heilungsevangelist hat mich angerührt, mich ein bisschen durchgeschüttelt oder was auch immer gemacht, ein besonderes Wort mir gegeben und da habe ich geglaubt, der Autorität, der Kraft und dergleichen. Placebo löst bzw. baut das psychologische Prozesse in meinem Körper auf. Es wird wie ein Medikament. Es ist ein geistiger Vorgang. Und Gott hat uns das in uns hineingelegt. Das ist Glaube, nichts anderes als Glaube. Glaube an den Herrn Jesus Christus und wirst du dein ganzes Haus selig. Es ist ein Glaube, mehr nicht. Wenn wir unsere psychologischen Prozesse verstehen, können wir sie nutzen, können wir unserem Körper Anleitungen geben und sagen, Körper macht das, Hand macht das, Fuß macht das und so weiter. Und in unseren Zellen steckt ein Apparat, das nimmt die Informationen, die Befehle auf und es funktioniert. So, unser Körper, unsere Zellen
hier nach Gedanken, Emotionen und Überzeugungen. Was du sagst, das wird geschehen. Sorge, dass deine Gene immer gute Informationen bekommt, gute Gedanken bekommt. Die Bibel sagt, wir sollen dem nachdenken, was gut ist, was wunderbar ist, was positiv ist, was zuversichtlich ist. Sogar die Gene richtet sich nach deinen Gedanken, Emotionen und so weiter. Es wird dann wieder eingeschaltet oder ausgeschaltet, eins von beiden. Es sind Signale durch unser Denken, in unserem Gehirn. Wir geben Signale weiter. Sprich, so wird es geschehen. Ich muss meinen Mund gebrauchen. Leben und Tod liegt auf deiner Zunge. Der Placebo-Effekt lässt sich von den Gedanken über die neurologischen Aktivitäten, einfach diese Emotionen freizusetzen, verändert die Psyche. Ich fühle mich wohl. Oh, das Wetter ist wunderbar, die Sonne scheint, alles ist glücklich, der Himmel ist blau. So, und dann wirst du auch so dementsprechend sein. Es ist auch erstaunlich, welche Wirkung unsere Überzeugungen haben. Ich glaube, darum rede ich. So sagt der Apostel Paulus. Und ich gebe diese Befehle an meinen Körper weiter. Um sich den Placebo-Effekt zunutze machen, muss ich zuerst einmal erfüllt sein vom Glauben, von der Kraft Gottes und so weiter. Und dann, der Herr beruhigt mich. In der Bibel heißt, ich soll still sein und ich will für euch streiten. Das heißt, ich bin still und ich lasse den Moses jetzt machen und mir das Rote Meer teilen, dass ich trockenen Fußes hindurchgehe. So, Placebo-Effekt ist der Schlüssel für ein glückliches Leben. Das kannst du haben, wenn du es bist. Wenn du nicht zu fein bist und so vornehm bist, es zu gebrauchen, entdecke in deinem geistlichen Leben so einen Placebo-Effekt. So im Zweiten Weltkrieg in Vietnam und so haben die Ärzte immer wieder probiert und entdeckt, wie das funktioniert. Man hat sogar mit einem Placebo einen Not operiert und er hat gar keine Schmerzen gefühlt. Und man hat eine Gegenprobe gemacht, dann hat man so ein Mittel ihm gegeben, einem Mann gegeben, nachdem er so Placebo-Effekt hatte, aber ohne Morphium und ohne was, dass das Morphium entkräftet und so weiter, hat er wieder Schmerzen gespürt, obwohl er keine Morphiumspritze vorher bekommen hat. Nur ein Placebo-Effekt. Du siehst, wie stark unser Geist ist. Wie stark unser Geist ist. So, wir sollten diese Dinge entdecken. Wenn die Welt, wenn der Mensch das von sich aus in der Natur verwirklichen und realisieren kann, warum nicht wir als Christen? Gott hat uns das alles gegeben. Gott hat uns erlaubt, Glaube und es wird dir geschehen. Und das Erstaunliche, bitte erschrecke mich, was ich dir sage. Jesus hat niemand geheilt. Was? Pastor, das sagst du? Ja, Jesus hat niemanden geheilt. Er hat immer gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und das konnte er plötzlich, weil es Jesus war. Dein Glaube hat dir geholfen. So, du hast Schmerzen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, er hat alles für mich getan, er hat den Preis bezahlt auf Golgatha und er war der Schmerzensmann und in seine Wunden bin ich geheilt. Wenn du das glaubst, wirklich von Herzen glaubst, aus Überzeugung glaubst, dann bist du gesund, selbst wenn du die höchsten und schlimmsten Schmerzen hättest. Wir sollten einfach probieren mal und testen, funktioniert das? Ja, wie bei diesem einen, die Schmerzen kamen zurück, nachdem man ihm diesen Glauben abgenommen hat und weggenommen hat, ja, die Kraft des Morphiums oder diese Energie des Morphiums entkräftet hat, kamen die Schmerzen wieder. Und deshalb, seitdem forscht man an diesem Placebo-Effekt. Und was wir denken, was wir erleben und so weiter, das ist auch in unserem Körper drin. Gott hat das in uns hineingelegt. Das ist kein Zufall. Er ist der Schöpfer der Dinge. Alles kommt von ihm. Und alles, was der Mensch hat, hat Gott schon zuerst gehabt. Unsere Gedanken und Gefühle sind in der Lage, den Körper zu bedienen aus der Online-Apotheke. Ja, aus der himmlischen, göttlichen Online-Apotheke. Und der liebe Gott hat für alle Probleme eine Lösung. Halleluja. Um den Placebo-Effekt rein wissenschaftlich zu verstehen, braucht man zuerst mal Informationen. Und die Bibel nennt es Glaube. Glaube und es wird geschehen. Nach eurem Glauben wird es geschehen. Die Kinder Israel sind um Jericho herum marschiert und sie haben dann am Schluss, als das siebte Mal, sie haben das getan, was Gott gesagt hat. Und wenn wir das tun, was Gott sagt, haben wir so einen Placebo-Effekt, dann fallen die Jerichos Mauern. Die stürzen ein, ob man glaubt oder nicht. So, nach unserem Glauben wird es geschehen. Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wegen dieses Unglaubens zum Beispiel.
Er konnte in Nazareth nichts machen. Die Leute sagten, wir kennen doch den Mann. Wir kennen seinen Vater, seine Mutter. Der lebt schon 18 Jahre bei uns und baut unser Häuschen und was weiß ich auch alles und so weiter. Sie haben ihm nicht vertraut. Weißt du, ein Prophet hielt nichts in seinem eigenen Haus. Sie haben ihm nicht vertraut. Und wenn du kein Vertrauen hast zu einem Herrgott, kein Vertrauen hast zum Pastor, kein Vertrauen hast zum Arzt, dann wird es nicht geholfen. Wegen ihres Unglaubens konnte er nicht helfen. Denn alles, was wir haben, passiert aufgrund des Glaubens. Du nimmst eine Tablette im Aspirin. Was ist in Aspirin drin? Ich könnte nicht die Zusammensetzung sagen, aber da ist nicht viel drin. Aber du glaubst, das ist das Medikament, das nimmt mir die Kopfschmerzen weg. Und die sind weg. Die sind weg. So, wegen ihres Unglaubens. Ja, Glaube ist wie das Placebo-Effekt. Wir sprechen über Placebo-Effekt. Gott hat uns das gegeben. Unser Denken, unser Fühlen, unsere Erfahrungsweise, die beeinflussen meinen Körper. Wenn ich sehe, das Wetter ist schlecht, es regnet, die Winde toben, dann bleibe ich lieber ins Bett. Wenn du das schon denkst, dein Denken bestimmt alles, was in deinem Leben passiert. Wir sind das, was wir glauben und glauben, dass wir es sein sollen und so weiter. Die Einbildung ist auch eine Kraft, das ist so etwas wie Placebo-Effekt. Dieses geistige Wissen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, zum Beispiel. Das ist auch nichts anderes wie Placebo. Hast du den Heiland gesehen? Nein, ich nicht. Du hast nur gelesen in der Bibel, dass irgendjemand erzählt hat, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, das Grab war leer. Ich war nicht dabei. Ich habe das Grab nicht gesehen. Gut, ich war im Gartengrab in Jerusalem, aber ich habe gerade nichts gesehen. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Und dann erlebe ich seine Wunder. In der Bibel heißt es einmal, aus Mangel an Erkenntnis geht das Wort Gottes zugrunde. Erkenne Gott in dir. Das ist so wichtig, Gott in dir zu erkennen. Ich habe Jesus in mir aufgenommen. Wir haben mal in Heilbronn, glaube ich, Abendmahl rausgestellt, auch Kinder ans Abendmahl teilnehmen lassen. Und dann kommt ein Bub, ein so vielleicht 10-jähriger Junge, und er sagt, Pastor, ich habe Jesus aufgegessen. Hast du Jesus auch? Der hat geglaubt in diesem Brot, denn Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist er, das ich für euch breche und gebe. Und der hat Jesus aufgegessen. Wenn du das glaubst, dann hast du wirklich Jesus aufgegessen. Jesus in dir. Jetzt ist er in dir. So wie eine Schluckimpfung. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Wort Gottes zugrunde. Gib Gott die Ehre. Stimme mit Gott überein. Sag, ja, das ist so. Ihr habt den Heiland aufgegessen, den Heiland verinnerlicht. Ihr habt jetzt diese Erfahrung Christus in mir. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Ich rede in anderen Sprachen und ich bin begeistert, dass ich in anderen Sprachen reden kann. Ich rede in 5 Minuten 6 Sprachen. Kann ich, das ist kein Problem, auch noch mehr. Man bekommt immer das, was man glaubt, was man befürchtet. Wenn das eine funktioniert, funktioniert auch das andere. Hiob sagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und so, was du glaubst, Angst und so weiter, das passiert auch. Im positiven wie im negativen Sinne. Wenn du neue Gedanken hast, und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mir so groß ist, hier verändere deine Denkweise, war am Sonntag das Thema, und hier deine Gedanken bestimmen dich. Verändere deine Denkweise, fange an, neu zu denken. Nicht mehr so wie früher, wie gestern und vorgestern und letzte Woche. Fange an, ganz neu zu denken. Und du wirst merken, wenn du neu anfängst zu denken, wirst du auch neue Erlebnisse und Erfahrungen haben. Das meiste, was wir erleben, ist, weil wir unser Denken verändert haben. Der Mensch lebt oft mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Deshalb, Reba, wenn du das Wort, inspirierte Wort bekommst für die Situation, für dein Anliegen, für dein Problem, dann kannst du das einfach sagen, ich weiß, der Herr ist mit mir, Gott hat zu mir gesprochen. Und das ist ein Placebo-Effekt. Für mich ist das ein Placebo-Effekt. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Es kommt. Und so weiter. Sobald ich anfange, neu zu denken, mich beim Denken darauf fixieren, mich festlege, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es gesagt, der Herr hat es gewirkt und so weiter. Und es kommt immer wieder. Und wenn du immer wieder diese Gedanken wiederholst, proklamierst und so weiter, dann bekommst du auch neue Gefühle. Und aus diesen Gefühlen werden Handlungen. Im Körper werden dann immer wieder, wenn du das alte Denken hast, was bisher war, letzte Woche war und letztes Jahr war, das sind
festgelegte Gehirnaktivitäten, die Informationen gehen nur in eine bestimmte Richtung, aber sobald du deine Informationen veränderst, anfängst neu zu denken, dich neu orientierst und ja, da werden neue Leitungen verlegt, da fließt dieser Strom, der Nervenstrom in eine ganz andere Richtung und dann heißt es, bei Gott, das ist nicht so möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein. Wenn alles nach dem alten, gleichen Muster abläuft, wirst du immer, stets immer das Gleiche erleben. Aber in dem Moment, wo du dich neu orientierst und sagst, ich vertraue dem Herrn, ich werfe meine Sorgen auf den Herrn und ich berühre den Herrn, so wie diese blutflüssige Frau selbst Jesus berührt und sie wurde heil. Ohne dass Jesus was gesagt hat, erst hinterher wurde die Heilung nur zementiert. Sie hat mich berührt. Ich werde noch auf diese Geschichte zu sprechen kommen. So ist es so wichtig, dass nicht nur dieselben Signale an die Gene weitergeschickt werden, sondern dass du neue Signale bekommst, dass du im Gebet bist und dann den Herrn berührst, den Herrn siehst, den Herrn erlebst. Ja, und dann bekommst du ganz neue Zellbausteine in deinem Leben. Dein Körper wird anders werden, plötzlich tickt er anders. Es gibt eine Veränderung in deinem Leben. Durch dein Denken kommen Veränderungen in deinem Körper, in deinem Leben, in deiner Situation, was auch immer ist. Glaube an Jesus und ja, du fühlst neue Gedanken, neue Gefühle, neue Erfahrungen, hast neue Hoffnung. Der Herr kommt bald. Wenn wir das sagen, sehen, der Herr kommt bald, wenn ich daran denke, jetzt wollen sie diesen grünen Ausweis nach der Impfung geben, steht genau alles in der Bibel, was etwa 2000 Jahren vorausgesagt sind, dass sie weder kaufen noch verkaufen, es sei denn, sie haben das Mahlzeichen des Tieres, den grünen Pass, was auch immer ist. So wie man an ein Medikament glaubt, so glaube an Gott in dir, in mir, an seine Kraft, an seinen guten Geist. Von guten Mächten wunderbar geborgen, ich werde getragen. Ja, wenn du das glaubst und aussprichst und proklamierst, dann wirst du plötzlich eine Besserung spüren. Jemand singt in einem Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Bekenne deine Sünden, deine Fehler, mach das, was in der Bibel drinsteht, und dann hast du Frieden. Und dann grübelst du nicht mehr über deine Sünden, was war da, was ist da gewesen, wie oft habe ich die Fehler gemacht und dergleichen. Nimm die Vergebung an, sag danke Jesus für die Sündenvergebung. Das ist auch ein Placebo-Effekt. Sündenvergebung ist nichts anderes. Du redest dir was ein. Der Heilige Geist gibt dir das Zeugnis aufgrund der Bibel, aufgrund der Predigt vielleicht, aufgrund, was du erlebt hast, was du getan hast. Und du weißt, mir sind meine Sünden vergeben. Denn Gott tut nichts Neues. Er hat schon alles bereitgelegt. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Also, dein Glaube wird Resultate sehen, wenn du proklamierst. Wenn du könntest glauben, sagt der Herr Jesus einmal, liebe Martha, du würdest die Wunder Gottes sehen. Wenn du könntest glauben. Zu deinem erneuten Denken ist so wichtig, dass positive Gedanken kommen. Deshalb, wir werden bekehrt, wir werden errettet in 5 Sekunden. Aber es ist ein lebenslanger Prozess, dieses Umdenken, dieses alte Ablegen, sich neu orientieren, ja, wieder sich neu aufschlagen. Wir sind ja durch die Sünde entladen. Wir sind leer. Wir müssen neu geladen werden durch den Heiligen Geist. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, Vers 17. Und die Predigt ist dann die Zündung. Aha, dieses Aha-Erlebnis. Und das wirkt sich in deinem Körper, in deinem Geist aus. Aha, der Herr liebt, ich habe meinen Heiler noch, ich bin nicht allein. Er sagt, mit meinen Augen will ich dich leiten, ich will dich nicht vergessen noch versäumen. Bitte, und es wird dir gegeben. So wie du ein Virus bekommst und der Virus freigesetzt wird und er sich dann verselbstständigt, das hören wir jeden Tag 5-mal. Im Fernsehen, Radio oder wo auch immer. Und so ist es auch mit unserem Körper. Und irgendwann reagiert ihr. Man kann positiv geimpft werden und negativ geimpft werden. Durch die Medien. Du hörst, heute sterben so und so viel, heute sind so und so viel wieder infiziert worden. Aber du sagst, nein, ich glaube, darum rede ich. Und ich lasse das nicht in mein Herz hinein. Ich kann nicht verhindern, dass ich jeden Tag in Nachrichten 5-mal bringen. Aber ich kann es verhindern, dass das in meinen Geist hineinkommt. Der Teufel versucht, Gedanken einzupflanzen. Die Gedanken sind frei, er kann sie erraten. Und so weiter. Der Teufel kann Gedanken nicht lesen,
Aber der Teufel kann Gedanken einpflanzen, so einen Placebo-Effekt geben, diese Zuckerle geben zum Lutschen. Irgendwas zum Lutschen. Der Körper reagiert immer drauf, auf unsere Gedanken und entwickelt neue Gedanken. Und dann setzt dieser Körper Hormone frei. Das Gehirn reagiert aufgrund des neuen Denkens, aufgrund der neuen Gefühle. Der Körper reagiert. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Preis Gott, Halleluja. Mein Erlöser lebt. Deine Gehirnaktivität verändert sich, sobald du dieses Wissen hast, diese Gewissheit. Dein Gehirn sendet neue Signale an deine Gene. Du kommunizierst mit dem Universum, mit Gott, mit dem Himmel. Und Gott ist weiter als der Himmel, als das Universum. Der Glaube erzeugt neue Genexpressionen, neue Zellbausteine. Dein Körper verändert sich. Plötzlich wirst du jung. Fährst auf wie ein Adler, so steht es in der Heiligen Schrift. Die auf den Herrn haben, die kriegen neue Kraft. Das ist dieses neue Denken, was Gott in unser Leben hineinlegen können, möchte. Das gilt für alle Bereiche des Menschseins, auch für unsere Persönlichkeit. Also verändere dein Denken und du veränderst dich selbst. Und deine Gedanken bestimmen dich, deine Persönlichkeit. Wenn du sagst, ich bin nichts, ich kann nichts, was mir wird nichts, ja, wundere dich nicht dann. Dann geschieht dir recht. Du bekommst immer das, was du sagst, was du glaubst. So. Es gilt für alle Bereiche dieses neue Denken, für deine Gewohnheit. Und jede Gewohnheit kannst du verändern. Jede Gewohnheit kannst du verändern in 21 Tagen. Wenn du sagst, ich will nicht mehr rauchen, ich rauche nicht mehr und so weiter. Gott, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich rauche, hätte mir einen Schornstein eingebaut, wer auch immer. So, ich rauche nicht. 21 Tage. Sag dir das, bete das 21 Tage vor und du wirst erstaunt sein. Plötzlich schmeckt dir die Zigarette nicht mehr. Das könnte auch was anderes sein. Es könnten Alkohol sein, es könnten Drogen sein. Du kannst befreit werden. Wir werden befreit, nicht durch einen Befreiungsdienst. Viele Leute denken, da muss der Befreiungsevangelist kommen, die Hände auflegen, dass ich kotze und dann mit großen Gescheite Dämonen und den Geist auswandern. Nein, du wirst frei in deinem Kopf. Mit deinem Kopf wirst du frei oder nicht. Eins von beiden. Und dann müssen sich die Leute zusammenreißen und sagen, ich will nicht, ich werde nicht. Und ich möchte nicht. So, du kannst deinen Charakter verändern. Vielleicht bist du so ein Igel, bissig und was auch immer ist. Du kannst deine Gewohnheit verändern. Ein Häschen kannst du werden. Verstehst du, ein nettes Wesen, was Gott liebt. Du kannst deinen Charakter verändern, du kannst dein Temperament verändern, du kannst sogar deine Gesundheit verändern. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Sag es jeden Tag 5-mal. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Und du wirst merken, die Schmerzen sind nicht da. Du verjagst sie, vertreibst sie. Macht liegt in deinen Worten. Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit liegt auf der Zunge, auf deiner Zunge. Ich glaube, darum rede ich auch. Deine Finanzen. Ich werde am Sonntag über Finanzen einiges sagen. Ja, auch deine Finanzen. Gott will dein Geld segnen. Denn wenn du kein Geld hast, bist du unglücklich, kannst die Miete nicht bezahlen, kannst Strom nicht bezahlen, kannst Wasser nicht bezahlen, kannst gar nichts mehr bezahlen, kannst dir gar nichts leisten. So, deshalb, Gott will deine Finanzen segnen. Ich werde dir sagen, wie der liebe Gott das macht. Ja, auch deine Beziehungen. Du musst nur sagen, ich liebe oder ich liebe nicht. Verstehst du? Ich mag oder ich mag nicht. Oder können wir positive und negative Ausstrahlung haben? Wir können anziehen und abstoßen. Beides liegt in unserer Macht. In Römer 12, da heißt es ganz am Anfang, erneuert euer Denken, euer Glauben, erneuert euch täglich. Das heißt nicht, dass ich einmal mich bekehrt habe, dass ich einmal wiedergeboren wurde. Nein, ich muss jeden Tag neu mich orientieren. Wir sollen uns ständig erneuern. Dafür muss man kein Placebo nehmen, kein Zuckerle und sonst was. Du funktionierst auch so aufgrund deines Glaubens. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Glaube und Rede. Alles in dieser Welt beginnt mit Gedanken, mit einer Idee, mit einem Plan. Unsere Gedanken setzen eine Botschaft frei, wie Serotonin und wie Dopamin. Das sind alles solche Stoffe, sind Botenstoffe, die dann die Nachrichten im ganzen Körper über das Blut verteilen, über die Nerven verteilen. Und plötzlich, du fühlst dich wohl. Das heißt, wenn du in der Gebetsstunde warst und Gott berührt hast, Jesus begegnet, bist erfüllt worden, bist mit dem Heiligen Geist, plötzlich fühlst du dich anders, du bist so leicht,
so erquickt, so gestärkt. Vom David heißt einmal, David ermannte im Herrn. Er hat Muskelkraft bekommen. Immer David ermannte in Gott. Was hat er gemacht? Er hat Gott gelobt und gepriesen, Gott gedankt. Er hat nicht auf die Feinde geschaut, sondern er hat auf Gott geschaut. Gott ist stärker als meine Feinde. Gott ist größer als meine Widersacher. Er hat auf Gott geschaut. Und er wurde Energie geladen. David ermannte in Gott. Wann bist du zum letzten Mal ein Mann, ein Riese geworden in Gott? David ermannte in Gott. Er wurde kraftvoll, er wurde dynamisch. Er ging auf den Riesen Goliath zu. Wir kennen diese Geschichte. Weißt du, du ermannst in Gott, wenn du dich in ihn verliebst, wenn du ihn anbetest, ihn lobst und preist, du schaukelst dich hoch. Du schaukelst dich hoch, aber du kannst auch nicht runterschaukeln. Verstehst du, diese Spirale runtergehen. Und wir sollten uns hochschaukeln im Herrn, Placebo, in aller Liebe. Das ist jetzt diese Placebo-Predigt, verstehst du, in aller Liebe. Du schaukelst dich hoch. Du zündest etwas, du löst etwas aus in deinem Leben. Wenn wir Gott anbeten, setzen wir etwas frei. Je öfter wir das tun, desto höher schwingen wir uns auf. Hiob sagte, mein Erlöser lebt. Und du kannst sagen, mein Heiler lebt. Und das richtet ihn auf. Er war mittendrin in der Pest, hat sich geschabt, hat Pocken gehabt. Die schwarze Pest hat sich geschabt. Und dann sagt in dieser dunklen Stunde, ich weiß, mein Erlöser lebt. Er hat ein Placebo in sich aufgenommen. Mein Erlöser lebt. Und er hat sich aufgeregt, alles abgeschüttelt, war wieder kerngesund und der ganze Spuk war vorbei. Unser Kopf, unser Wissen soll unser Leben bestimmen. Nicht die Umstände, nicht die Situation. Unser Kopf, allein unser Kopf. Auch nicht, was das Herz weiß. Das Herz weiß ich nicht. Das Herz kann sowieso nicht denken. Es ist nur ja, ein bisschen Muskeln, wer nicht. Aber mein Kopf bestimmt. Wenn ich mich aufrege, dann schlägt mein Herz viel, viel schneller, dann kriege ich fast gar keine Luft. Ja, dass ich außer Atem bin, aufgeregt bin und manche kriegen durch Aufregung Herzinfarkt. Deshalb, der Kopf ist es. Der Kopf ist es, was unser Leben entscheidet und bestimmt. Unser Gehirn ist grundsätzlich darauf angelegt, Energie freizusetzen, neue Gewohnheiten anzunehmen und neue Gefühle entstehen zu lassen. Dazu ist unser Kopf von Gott gegeben, dass wir neu denken. Zum Beispiel, wenn du ein Kind Gottes bist und schon einige Jahre, 10, 20, 30, 40 Jahre im Heiland bist, ist genauso wie ein Autofahrer, der schon 40 Jahre Auto fährt. Ich steige ins Auto, ich denke nicht mehr Gas, Kupplung, Bremse. Ich fahre, ohne groß nachzudenken. Ich verlasse mich auf mein Auto. Ich kenne die Verkehrszeiten gut, da sind ein paar neue dazu gekommen, aber ich fahre einfach weiter. Ich weiß, wohin ich will. Nicht das Auto steuert mich, ich steuere das Auto. Und so ist auch, was zu Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Alles ist in mir abgestimmt, alles gibt mir einen Sinn und Ziel und ich weiß, ich will dort und dorthin. Ich will nicht nur einfach ins Blaue fahren. Also viele Leute wollen nur ins Blaue fahren, das Leben genießen, aber nein, ich will was erreichen und alles in mir unterstützt dieses Vorhaben. Das fahre ich und dann weiß ich ganz genau, ich muss aufpassen, links vor rechts. Und vielleicht in England ein bisschen anders. Ich sitze im Auto und in mir werden diese chemischen Botenstoffe freigesetzt in meinen Nervenzellen. Ich lenke, ich steuere und wenn ich mich verfahre, dann weiß ich ganz genau, jetzt werde ich umkehren. Das ist die falsche Richtung. Mein Leben steuert das Auto, nicht das Auto mein Leben. Und so muss dein Leben ausgerichtet sein. Diese neue Denkweise, nicht dass die Welt, die Umstände, das System, die Situation dein Leben steuert. Gott muss dein Leben steuern. Christus in dir, dieser Geist in dir. Ich sitze im Auto und ich fahre, so wie Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Das Auto fährt erst, wenn ich will, dass es fährt. Das Auto fährt nicht selbst, stell dir vor, das würde selbstständig losfahren. Ich bestimme das Auto und wohin das Auto fährt. Und so bist du mit deinem Leben, mit deinem Körper, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bestimmst, was mit deinem Leben passiert. Ich bin für die Bewegung des Autos verantwortlich. Schlüssel umdrehen und dann Gas geben oder stehen bleiben oder warten oder was anderes tun. Und wenn ich mal verfahre, dann kann ich jederzeit die Richtung ändern, weil ich noch unterwegs bin. Ich habe das Auto mit. Mein Auto in der Hand und deshalb ist es so wichtig, hab dein Leben in deiner Hand.
Gott hat es dir anvertraut. Du bist dafür verantwortlich. Eines Tages wird er fragen, was hast du aus deinem Körper gemacht? Was hast du aus deinem Geist gemacht? Was hast du aus deiner Seele gemacht? Was hast du aus deiner Zeit gemacht? Was hast du aus deinen Möglichkeiten gemacht und Unmöglichkeiten? Ja. Ersetze deine Gedanken, wenn du dich verfährst, sollst du dich korrigieren. Und wir sollen frei sein zur Korrektur. Wir sollen, wenn wir merken, das stimmt die Richtung nicht, dann halte ich mal an, frage ich vielleicht irgendjemand, weißt du, wie es hier weitergeht? Und wir werden es herausfinden. Und alles beginnt mit der Orientierung. Wenn du die Orientierung mal verlierst, mal halte an, werde ganz still. Hoffe auf Gott, bete, frag Gott, lies, studiere. Wenn du nicht weißt, was weitergeht, dann bleib still und dann suche den Weg, forsche den Weg. Was ist hier los, was ist da passiert? Und wenn du dann eine neue Orientierung hast, dann geh in diese Richtung und du wirst merken, die alte Orientierung wird immer schwächer, 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 schwächer. Und dann einmal das Schwächste und dann ist es plötzlich nicht mehr da. Es beginnt alles mit einem neuen Gedanken. Ich denke um. Ja. Deine Gedanken bestimmen dich. Ich denke um. Ja, das Umdenken ist so wichtig. Bekehrung ist nichts anderes als Umdenken. Eine echte Bekehrung ist ein echtes Umdenken, ein radikales Umdenken. Und das verwandelt mein Leben. Ich bin nicht mehr der Alte. Sieh, es etwas Neues jetzt im Werden. Es geht in eine neue Richtung. Es ist nicht einfach. Ein fest verschachteltes Programm, verfahrenes Programm zu korrigieren, das braucht seine Zeit. Du musst dich lösen von diesem System. Am besten ist es, schmeiß alles weg. Schmeiß alles in den Müll und sag, jetzt fange ich mit Null an. Jetzt bekehre ich mich, ich breche mit aller Tradition, die ganze Dressur, die ganze Abrichtung, ich löse mich von dem. Da gehst du vielleicht eine Woche ab in die Berge oder in eine Hütte oder in den Wald und sagst, ich nehme Abstand von allem. Ich vergesse, was da hinten ist. Wenn du was Neues anfangen möchtest, musst du zuerst mal alles vergessen, alles wegschmeißen, alles auflösen, so wie Paulus. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach diesem neuen Ziel aus. Es lohnt sich, einen bergeversetzenden Glauben zu aktivieren. Und das ist möglich, weil Jesus es sagte, weil Jesus es sagt, du kannst es. Du hörst Gottes Wort. Es spricht dich an, dieses Rema-Wort, du kannst es akzeptieren, du kannst Amen sagen, ja, so sei es. Du kannst es annehmen. Und wenn du das kannst, dann kannst du es hier weitermachen. Du solltest warten, bis du so ein Wort vom Herrn bekommst. Du solltest ohne Wort Gottes nichts machen. Eigentlich nichts. Das bringt nämlich nichts. Nämlich nur auf seinen eigenen Gedanken zu verlassen. Meine Gedanken müssen neu programmiert werden. Ich brauche eine neue Inspiration. Die Mutter Maria hat einmal gesagt zu dem Engel, der sie begrüßte, sie sagte, ich weiß von keinem Mann, ich weiß von gar nichts, ich bin ein kleines, blödes Mädchen. Und dann sagt sie nur eines, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Du musst nur eines sagen, mir geschehe so, wie es hier in der Bibel geschrieben steht. Stell dir mal vor, das Wort Gottes passiert in deinem Leben. Es wird wahr, dieses Rema-Wort, und dann quetscht wie eine Zitrone das Wort aus, quetscht es aus. Das braucht natürlich Seelenüberwindung und Selbstüberwindung, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Quetscht alles aus, alles Mögliche, was da drin ist, holt es raus. Und dann hast du das gute Gefühl, einen guten Satz. Das gute Gefühl, das ist so wichtig, dieses Placebo. Verstehst du, als wenn du Morphium genommen hättest, als wenn du high wärst, verstehst du, irgendwo über Wolken weit. Neue Idee. Kosten im Gehirn zuerst einmal sehr viel Energie, neue Wege. Also deshalb ist die Regierung für manche Leute so schwer. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, hat man früher gesagt. So ist es schwer, wenn man einen alten Baum irgendwo verpflanzen muss. Heute ist mir so wichtig, ja, erfasse das, dass dem alten Menschen nicht bequem verpflanzt wird. Ich muss nochmals mit 100 neu anfangen. Das ist nicht einfach, neu anzufangen. So viele Menschen möchten geheilt werden, aber sie sind nicht bereit, das zu tun für diese Erneuerung. Erneuere dein Denken. Da kommt doch so ein syrischer Hauptmann, ein General zum Elisa, und der will geheilt werden. Aber der Elisa macht da kein großes Aufheben, ob es General oder Schuhputzer ist. Er sagt nur, was will der Mann da draußen? Hat Aussatz, heißt es in der Bibel, ist ein Ehemann, hat Aussatz und er möchte geheilt werden. Ach, sagt ihm, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Für manche schon einmal die Taufe zu viel. Aber der muss sich
7-mal im Jordan taufen. So, wenn du etwas haben willst, musst du etwas tun für deine Gesundheit. 7-mal im Jordan taufen. Und dann hadert er mit den Propheten oder mit seinen Knechten und seinen Leuten. Was? 7-mal in diesem dreckigen, schmutzigen Jordan? Da sind die Flüsse zu Damaskus viel besser. Das Negative muss in uns abgebaut werden, bevor das Neue aufgebaut wird. So wichtig. Die alten Festlegungen, die alten Festungen geschleift werden. Und dann muss 7-mal runter, 7-mal, weil das erste Mal nützt gar nichts und das zweite Mal auch nichts und das 5. Mal auch nichts und erst das 7. Mal, also dann aus dem Wasser rauskommt, ist dein Fleisch so frisch wie bei einem jungen Menschen. Löse dich von den alten Formen, wage was Neues. In der Bibel heißt es immer wieder, pflüge was Neues. Ja, wer ist denn aber die Sache um und bringt es wieder das Alte, das Frühe vielleicht, oder das Einfache, das, was du von irgendwo weißt, was Gott dir offenbart hat, bring es wieder nach oben. Oft ist der Geist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und du musst deinen Geist aktivieren, über das schwache Fleisch. Du musst dein Fleisch kreuzigen, das Fleisch zwingen, und jetzt, lieber Johannes, jetzt wird gefastet. Und jetzt, lieber Johannes, jetzt wird stillgestanden. Und jetzt, Johannes, du musst dein Fleisch züchtigen. Viele wollen das gar nicht haben. Die möchten zu dem Schlaraffenland leben. Die wollen keinen Preis bezahlen für die Erneuerung ihrer Seele. 7-mal im Jordan taufen. Da stehst du runter, nochmals runter und nochmals runter und nochmals runter. Und unten den Mund haben. So, benutze auch die Proklamationen, was ich im Internet habe. Da kannst du sie gerne benutzen und dich selbst programmieren. Ich will niemand programmieren. Niemand hat an deinem Glück Interesse, außer du selbst. An deinem Erfolg, an deinem Segen. Benutze diese Proklamation. Du musst dir selbst vorbeten. Ich glaube, darum rede ich, wie Paulus sagt. Ich glaube. Und immer wieder sagt mir das vor. Gedanken, Worte, Gebete erzeugen Gefühle, so wie Placebo, erzeugen Erlebnisse. Plötzlich kommen Leute auf mich zu, plötzlich ruft mich jemand an, plötzlich habe ich eine Möglichkeit, etwas zu tun. Zuerst muss dein Herz voll von der Liebe Gottes sein, Nummer 1, um gesegnet zu sein. Und dann wird er seinen Engeln, Psalm 91, befehlen, dich auf den Händen zu tragen. Aber zuerst musst du voll von der Liebe Gottes sein und wissen, Gott liebt mich. Auch wenn ich ein Lump bin, auch wenn ich nicht perfekt bin, auch wenn ich nicht alles habe und bin, er liebt mich so, wie ich bin. Verstehst du? Und die Engel sind Boten. Die sorgen dann für die Ergebnisse. Leben und Tod liegt auf der Zunge. Es geschieht, was du sagst. Und das, was aus deinem Herzen rauskommt, was du, wie du dich outest, deine Worte kontrollieren dich und deine Worte ergänzen dich und schaukeln dich hoch. Wenn du es nicht tust, dann tun es andere, dann wirst du fremdbestimmt. Dann wird der Teufel dir sagen, mach das, mach das, mach das. Dann wird die Kranke dir predigen. Wenn du das nicht tust, dann kriegst du Ängste, Sorgen, Ärger und vieles andere mehr. Wenn du nicht die Initiative ergreifst, du hast dein Leben in deiner Hand. Und dann steht weiter in meiner Bibel, aber meine Zeit steht in seinen Händen. Halleluja. Meine Zeit, mein Leben steht in seinen Händen. Aber du musst erstmal dein Leben in deiner Hand haben. Kontrolliere dich. Beherrsch dich, Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Nur du kannst diesen Teufelskreis durchbrechen. Nur du kannst dem Teufel widerstehen. Nur du kannst sagen Nein. Jesus musste für sich selbst Nein sagen. Nein, es steht geschrieben. Und das ist nichts anderes gewesen. Der hat auch Placebo benutzt. Bibelworte, die irgendwo geschrieben stehen. Du sollst Gott allein dienen und ihn anbeten und so weiter. Aber der Teufel wollte ihn um den Finger wickeln. Der Teufel will dich ständig um den Finger wickeln, aber du musst diesen Teufelskreis durchbrechen. So viele Christen erleben keine Erneuerung, weil sie sich immer im Kreis drehen. Durchbrich diesen Teufelskreis. In ihrem Leben, da hat sich das alles so automatisiert. Versuch einmal, es zu regeln in deinem Leben, dass du sagst, ich glaube, darum rede ich. Ich habe es erkannt, mir ist es groß geworden und ich lasse nichts automatisch in meinem Leben geschehen. So aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit hat Maria und Josef Jesus vergessen in
Jerusalem. Bei Gott ist seine Güte jeden Morgen neu. Halleluja. Jeden Morgen ist seine Güte neu. Jeden Morgen. Gott ist ein neu schöpfender Gott. Er schafft immer wieder was Neues. Bleibt nicht bei dem Alten. Ja, gestern war der Herr so gut. Gestern war der Herr so wunderbar. Oh, gestern war die Herrlichkeit so groß. Wurde so groß. Nein, die ist heute groß und morgen ist sie noch größer und übernächstes Mal ist es am allergrößten. Weißt du, wir gehen weiter von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. So, bei Gott ist seine Güte alle Tage neu. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. So, jeden Tag solltest du neu gehen, erleben, jeden Tag einen neuen Namen geben. Nicht Sonntag, gut, Sonnentag ist es gut, Donnerstag, Donnertag, verstehst du? Und Kratz und Blitz und was weiß ich, dem Gott Donner geweiht. Nein, jeden Tag einen positiven Namen, du stehst auf und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns freuen und fröhlich sein. Gott ist ein Gott, der sich ständig verändert und Gott will, dass du dich veränderst. Er hat mich so angeregt, ich habe nur Fotosfurcht. Ein paar Zentimeter bin, vielleicht 35, 40 Zentimeter, ich weiß nicht, wie lang ich bin, da reichen die Tanten mich von Hand zu Hand. Von meiner Mutter, verstehst du, die freuen sich an diesen kleinen Bügel, aber der Junge ist gewachsen, dann nahm zu an Gnade und Alter, und das war auch beim Heiland, und wir sollen zum vollen Mannesalter in Christus kommen. Gott ist ein Gott, der ständig etwas Neues schafft, der sich erneuert. Und deshalb, Geschwister, ist wichtig, deine Gedanken, dieses Placebo-Effekt, heute, das ist der Tag, mein, diesen Tag, auf den Tag habe ich gewartet. Und so viele Leute erleben Stärkung oder Schwächung. Viele Leute warten und sagen, ach, wenn ich nur Weihnachten erleben könnte, dann, das reicht mir. Und dann erleben diese harten Leute Weihnachten, dann stärken sie. Und so viele Leute sterben aus Angst vor Corona. Angst ist es, was die Leute kaputt macht. Nicht Corona, dieser Virus, das ist so ein kleiner Vögelchen vielleicht. Aber dieser, die Angst, dieses neue Programm, was da in den Leuten eingeimpft worden ist, ohne zu impfen. Eingeimpft worden ist durch die Medien. Bleibe nicht bei dem Alten, aber die Zellen unseres Körpers erneuern sich. Alle 7 Jahre, hat mir meine Ärzte neulich erzählt, alle 7 Jahre erneuern sich meine Zellen. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt 70 bin, ich habe mich 10-mal erneuert. 10-mal bin ich schon inzwischen erneuert. Ist das nicht herrlich? Ja. Alle 7 Jahre bin ich nicht mehr der Gleiche. Denke nicht immer das Gleiche, hab nicht immer die gleichen Gedanken. Aufstehen, Zähne putzen, frühstücken, dann in die Arbeit gehen und dann wieder nach Hause kommen. Denk nicht immer das Gleiche. Bring etwas anderes in dein Leben rein. Du bist kein Roboter, kein Automat, auch kein göttlicher Automat. Nein. Lass dich inspirieren. Du brauchst Geistesblitze. Dein Geist will weiter, du willst explodieren, dein Horizont will so sprengen. Ezekiel erzählt eine wunderbare Geschichte, da geht ein Strom aus dem Altar raus, aus dem Tempel, aus dem Heiligtum Gottes, geht ein Strom, zuerst ist er nur bis zum Knöchel im Wasser, dann ist er bis zum Knie im Wasser, dann ist er bis zur Hüfte im Wasser, dann ist er bis zum Hals im Wasser und dann verliert er den Boden und schwimmt er. Und du sollst immer tiefer und weiter in die Gnade Gottes hineingehen, das ist, was Gott will. Deshalb sind die ganzen biblischen Geschichten in diese Richtung geschrieben, damit du hineinwächst in die Gnade Gottes. Lass dich von Gott neu programmieren. Der Körper wird immer wieder weiter. Und wenn du nicht weitergehst, weißt du, was dann passiert? Dann bist du krank. Und es geschieht dir recht. Und Gott segne dich dabei. Verstehst du? Dann kannst du beten, so viel du willst. Du sollst deinen Körper erneuern. Wenn er das nicht kann, dann entstehen Blockaden in deinem Leben. Da kommt die Krankheit. Dann frisst du dich von innen auf. Warum habe ich das nicht gemacht? In der Bibel steht eines der Gebote. Ich werde am Sonntag und in diesen Tagen über die Gebote noch sprechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. So viele berauben ihr eigenes Leben. Sie plündern ihr Leben, zerstören ihr Leben, fressen ihr Leben auf. Der Körper arbeitet eigenständig und lässt sich schwer umprogrammieren. Aber du musst umprogrammieren lassen, dieses sein Wort, er sandte sein Wort, Placebo. Er sandte sein Wort und er machte die Leute gesund. Du musst hier ja, Gott eingreifen lassen in deinem Leben. Ein Machtwort sprechen, ein Rema-Wort, so spricht der Herr. Du fragst dich, warum du so lange ja, nicht von diesem negativen Gedanken, von diesem Stress, von dem Ärger runterkommst und
Warum kriege ich meine Gefühle nicht in den Griff? Ja, du musst dem Gaul einen Saum ins Maul legen und dann musst du dann die Zügel fest in der Hand nehmen und steuern. Sonst läuft der Pferd, da dieser Gaul hin, wo er ehren will, nicht wo du willst, der geht lieber auf die Weide. Aber du solltest deinen Gaul steuern, das sind deine Nerven, das sind deine Gefühle, das sind deine Gedanken, das ist dein Gaul. Bei vielen geht der Gaul durch. Angenommen, du hattest ein Gespräch, nimm mal an, das dich in negative Stimmung versetzt hat. Du hast dich geärgert und du denkst öfters über das Gespräch nach, auch wenn es schon längst abgeschlossen ist. Du rechtfertigst dich im Traum und sagst, ich habe Recht. Nein, ich gebe ihm kein Recht. Und dann geht es hin, Pro und Contra, Ping-Pong. Ja, und diese Gedanken, die verklagen sich gegenseitig in einem Menschen, verstehst du? Ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast, aber ich erlebe das immer wieder. Du sprichst mit anderen, die sind gar nicht da, aber in deinem Geist, in deinen Gedanken, da kämpfst du, da redest du. Und immer wieder diese wiederkehrenden Gedanken und diese Signale, die du dann empfängst, die werden deinen Körper weitergesendet, du ärgerst dich, du nimmst diese Gefühle nicht an, du protestierst dagegen, gehst auf die Barrikaden, springst aus dem Bett raus. Ich habe mal in Stuttgart mal als junger Prediger habe ich Probleme gehabt und dann, ich weiß, wovon ich spreche, ich rede nicht vom Himmel, aber ich weiß, was der Himmel ist. Und dann, ja, ich habe Probleme gehabt und im Traum, da sagt mir eine Stimme, pack das alles zusammen und schmeiß zum Fenster raus. Und was passiert ist, ich habe meine Bettdecke genommen, zusammengerollt und rausgeschmissen und dabei noch vieles rumgeschmissen und umgeworfen, das hat gekracht. Plötzlich bin ich zu mir gekommen, was hast du gemacht? Verstehst du? Unser Unterbewusstsein muss programmiert werden. Unsere Träume, unsere Vorstellungen, unsere Fantasie. Uns geht der Gaul durch, rollt das alles zusammen und schmeißt raus. Werden nie vergessen, was da passiert ist. Dieser Ärger. Aber das war vielleicht auch die Lösung für mein persönliches Leben. Gib dich mit diesem Zeug nicht ab. Roll es zusammen und raus zum Fenster, zur Tür oder wo auch immer. Wenn du Probleme hast, weißt du, wenn du sie nicht löst, die werden vertont, plötzlich ist eine Musik da, plötzlich kriegen sie Noten, eine Melodie, eine Stimmung und es dann vielleicht deine ganze Stimmung versaut. Und deshalb ist es so wichtig, die negativen Gefühle nicht in deinem Gehirn einnisten zu lassen. Martin Luther hat gesagt, du kannst nichts dafür, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst etwas dafür, wenn sie anfangen, auf deinem Kopf Nester zu bauen. Das kannst du. Du kannst sie verscheuchen, weg mit euch, ihr Biester. Ja, immer wieder diese negativen Gedanken, programmier dich um. Vielleicht musst du doch einfach beten. Und ich habe einen Fall gehabt, da haben wir einen lieben Bruder bei uns hier von Moskau in der Gemeinde gehabt, der hat so wundervoll gesungen und so weiter. Und dann sage ich, Geschwister, wir wollen das heutige Opfer für ihn nehmen und nach Moskau für die Gemeindearbeit geben. Und ich wusste nicht, was eingegangen ist, aber es waren 700 D-Mark. Und ich habe diese 700 D-Mark nach Russland gegeben. Ich liege im Bett und wir waren damals in einem Renovierungsprogramm, haben die Kirche renoviert, da drehe ich mich von links nach rechts und ach, ich kann nicht schlafen. Weißt du, Gedankenkontrolle, ich kann über Gedankenkontrolle predigen, aber ich weiß, wie hart und wie schwer das ist. Drehe ich mich im Bett, der Teufel hat mir keine Ruhe gegeben. Und was? Ich ärgere mich, warum hast du ihm so groß wie das Geld nach Moskau da geschickt? 700 D-Mark, das war viel Geld damals. Ja, und dann drehe ich mich hin und her und dann irgendwo habe ich gesagt, mir reicht es, jetzt ist schon die halbe Nacht vorbei. Teufel, lass mich in Ruhe. Das habe ich gesagt, buchstäblich, Teufel, lass mich in Ruhe und ich will schlafen. Gute Nacht. Und dann bin ich eingeschlafen. Ein paar Tage später, weißt du, Gott will, dass wir uns selbst überwinden und Gott verändert unsere Gedanken. Und dann war ich ruhig, okay, jetzt habe ich gegeben, ist getan, ich kann es nicht mehr zurückholen, das wäre nicht fein und nicht christlich. Und dann soll es halt ein paar Tage später, nächste Woche, kriegen wir eine Überweisung von 10.000 D-Mark. Versteht? Gott will sehen, wie man reagiert. Wie man reagiert. Und das, diese neue Gedanken, ich habe gesagt, das ist gegeben, das lass es. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Basta. Amen. Ja. Und dann war es so. So, Körper braucht der Geist und so weiter, der braucht neue Orientierung, neue Ausrichtung.
Er braucht neue Eigendynamik. Einfach, Satan, gute Nacht. Ich will schlafen. Die Nacht ist zum Schlafen da und nicht zum Meditieren und nicht zum Geisterstunde zu erleben. Deine DNA, wenn ein so fremder Botenstoff da plötzlich passiert, dann läuft er etwas über den Weg, über die Quere, tritt die, eine Maus über die Leber. Das bleibt alles an deinen Nerven hängen. Der Teufel spielt auf unseren Nerven Klavier. Wunderbar. Der spielt Klavier. Ja, und erlaube nicht, dass der Teufel auf deine Nerven Klavier spielt. Und dann, wenn Hormone freigesetzt sind, dann deine Zellen des Lebens werden angedockt. Das kommt in deine Blutbahn, verstehst du? Dann, oh Gott, wie lange muss das noch gehen? Und steuert den ganzen Körper. Da werden der große Zeh wird blau und dann werden die Finger blau, also da wird alles blau. Willst du, dass Bitterkeit und Ärger in die Wurzeln schlagen? Das steht in der Bibel. Pass auf, dass nicht Bitterkeit und Ärger in deinem Leben wuchern. Dieses Unkraut, du sagst, wo kommt das alles her? Warum bin ich so verbittert? Du kannst ein anderes Leben leben, wenn du dem Argen keinen Raum gibst. Auf Wiedersehen, gute Nacht. Ich will meine Ruhe. Wenn du den Teufel fütterst, den Teufel in dir ist Christus und in dir ist der Teufel. Sei nicht erschrocken, dass ich das sage, aber so ist es. Entweder Gott regiert uns oder der Teufel regiert uns. Und der, den du fütterst, den du anbetest, der regiert in dir. Deshalb füttere nicht den Teufel. Er will dir so ein Placebo geben, verstehst du? Dass du da drauf weißt, so Zucker wird, verstehst du? So lecker wird. Also der Teufel sucht seinesgleichen, der mit ihm sympathisiert, der sich ihm anschließt und so weiter, so ähnlich ist, und er wundert sich, warum dann zu dem einen das andere kommt und. Vertraue dem Herrn. Der Herr will dir gute Gedanken geben. Bete zum Herrn, sag wie dieser römische Hauptmann zu Jesus, dass der Knecht krank war. Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Gib mir ein Wort, dann schlag die Bibel auf. Manchmal mache ich das so, soll ich es nicht machen, dass ich mir Horoskop lesen. Aber manchmal bleibt mir nichts anderes übrig. Dann mache ich meine Augen zu und sage, lieber Gott, gib mir ein Wort. Und dann schlage ich meine Bibel auf und da, wo ich meinen Finger drauf lege, dann sage ich, Herr, das ist es. Und ich bin erstaunt, verblüfft, es stimmt. Der Geist Gottes leitet uns. Leitet mich zumindest. So lese ich manchmal die Bibel, wenn ich mich nicht mehr auskenne und kein Ratgeber habe. Sprich nur ein Wort. Ein Wort von Jesus macht dich gesund, produziert Gesundheit in dir. Das ist so ein Placebo-Effekt. Ein Wort von Jesus. Der Herr hat es gesagt. Alle eure Sorgen werfen auf ihn und er sorgt für euch. Das sind fünfmal in der Bibel. Ein Wort von Jesus unterbricht diesen Teufelskreis. Treibt den Teufel aus, diesen alten Geist. Ich sorge mich nicht, mache mir keine Gedanken. Ich muss planen, aber ich mache mir keine Sorgen, zerbreche mir nicht den Kopf. Weißt du, wenn du nicht aufpasst, wirst du besessen von diesem Dämon, diesem Geist. Ja, oh, die Inflation ist da, Corona ist da, was weiß ich, alle Geschäfte sind zu, kommst irgendwo mehr rein. Und dir wird Angst gemacht. Und das Unglaublich verwuchert dein Leben. Das Wort Jesu sucht, wenn du das Wort vom Herrn bekommen hast, dann suchst du das nächste Wort. Was sagt der Herr? Noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Und du kommst immer tiefer, plötzlich bist du bis zum Hals in den Strom des Lebens und dann pathos und wirst getragen. Wenn du ein Wort vom Herrn hast, und es ist so wichtig, dass du ein Wort vom Herrn hast, deshalb hör 10 Predigten von wem aus. Verstehst du, bist du irgendwo, dieses, wo der Groschen fällt, wo der Heilige Geist einen Funken rüberschickt und wo du anfängst, neu zu denken? Finde das passende Wort, um das Alte zu entfernen und etwas Neues zu kreieren. Deine DNA bekommt neue Impulse und das Alte wird entfernt und du bekommst ein neues Gen in deinem Lebensbuch geschrieben wird. Da produzierst du dich wieder, da wirst du wieder aktiv, da unternimmst du wieder was. Ich will am Sonntag euch sagen, ja, da wirst du plötzlich aktiv, verreist womöglich oder gehst wandern. Irgendwas wirst du unternehmen. Wir sind durch Gedanken in der Lage, unser genetisches Schicksal zu verändern. Wir sind es. Nicht wir werden es sein, wir sind es. Von Gott so angelegt, ich kann das. Was sagt David, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen? Entweder es war oder nicht. Du kannst deine richtige Bekehrung erst richtig ausleben, wenn du es richtig gemacht hast.
gemacht hast, da kannst du umkehren. Eine richtige Bekehrung ist etwas grundsätzlich Wichtiges. Zuerst einmal alles zurücklassen. Und vielleicht musst du dich heute wieder ganz neu bekehren. Du hast dich bekehrt. Aber du bist wieder in so Fahrwasser reingekommen, so in so eine Routine reingekommen und hast Jesus wieder vergessen. Die Signale aus unserem eigenen Kopf haben Auswirkungen und Einfluss auf mein ganzes Leben, auf meinen Körper, auf meine Umwelt, auf meine Gene. Eigentlich meine Gene, wenn die verändert ist, bin ich selbst verändert, erkenne ich selbst nicht mehr wieder. Gott gibt uns immer wieder frisches, aktuelles, lebendiges Wasser. Seine Güte ist alle Morgen neu. Halleluja, preis dem Herrn. Beschäftige dich mit den göttlichen Signalen. Beschäftige dich mit den positiven Zeichen, Stichworte aus dem Wort Gottes für dein persönliches Leben. Reagiere richtig und dann sende auch die richtigen Signale aus. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Also ich habe einen lebendigen Gott, der kann alles. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ja. Und es ist mir egal, was andere über mich dann denken. Ich habe mein Placebo-Tablette genommen. Ja. Ich bin verwandelt. Ich bin im Geist. Verstehst du? Das verstehen viele nicht, was das ist. Deine Gene hält unglaubliche Potenziale für dich bereit. Du musst es nur diese Möglichkeiten deinem Körper geben, deine Seele geben, deinem Geist geben. Wie nutzt man so einen Placebo-Effekt aus? Zuerst einmal, nimm die Gedanken, die neuen Gedanken an, die Gott dir gibt, nicht die du dir selber ausdenkst. So viele Menschen denken selber was aus, aber du solltest einfach beten. Zuerst mal, du betest eine ganze Weile, also mir geht es so, bla 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 bla, verstehst du? Da betest du erstmal bla bla bla, aber dann komme ich irgendwo auf den Punkt und dann, wenn ich auf den Punkt gekommen bin, dann bekomme ich neuen Glauben, eine Vision womöglich, neue Hoffnung, den Frieden Gottes. Und das ist das Medikament, was mein Leben bestimmt. Nicht gleich am Anfang. So viele Leute denken, wenn sie 2 Minuten gebetet haben, da hat der Herr schon zu ihnen gesprochen. Nein, du musst manchmal 5 Stunden beten, bis Gott zu dir spricht. Weißt du, manche Medikamente wirken nicht sofort. Sprüche Kapitel 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Und dann ein verzweifelter Geist schwächt die Kraft des Menschen. Ein verzweifelter Geist. Lass dich nicht in die Enge treiben, in die Verzweiflung. Das fröhliche Herz kann dich heilen, selbst wenn die Krankheit noch so schwer ist. Mit deinem Geist, mit deiner Einstellung kontrollierst du dein Schicksal. Ein fröhliches Herz. Vielleicht kannst du dich nicht freuen. Lies mal einen Witz. Nicht verboten, saubere Witze zu lesen. Verstehst du, manche Leute denken, das ist nicht christlich, denn in der Bibel steht meine Parteidecke. Gewiss, du sollst, wo Leute beleidigt werden, schmutzige Witze nicht lesen. Aber du sollst was Lustiges, was Fröhliches lesen, wo du lachst. Wenn ihr nicht lehrt, liebe Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen, könnt die Segnung Gottes nicht bekommen. Deine Einstellung ist so wichtig. Viele Christen wissen nicht, wie man fröhlich wird. Werde recht fröhlich, freue dich im Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also, Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn du einmal Fahrradfahren gelernt hast, ich weiß nicht, wie viele von euch Fahrrad fahren können, aber wenn du mal das gelernt hast, verstehst du, dann verlernst du es nicht mehr so schnell. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Du weißt, es geht, auch wenn du lange nicht gefahren bist. Und je öfter du Rad fährst, desto besser fährst du. Professioneller. Du kannst, also ich habe Leute kennengelernt, die Radfahren, die können Fahrhändchen fahren. Und ich habe sogar jemanden kennengelernt, die machen sogar beim Radfahren die Augen zu, die wissen schon den Weg. Und dann bringen sie ein paar Steinchen auf den Weg, nicht aus der Bahn. Ja, du wirst immer besser. Sobald in dir das Gefühl der Freude entsteht und du das Radfahren als Freude verspürst in deinem Leben und so weiter, dein Gehirn wird darauf programmiert. Du lebst in einer anderen Welt, in einer anderen Realität. Du fährst im Glauben. Nicht mehr im Schauen. Das interessiert dich, so wie ich vorhin vom Autofahren erzählt habe. Das gilt für alle Bereiche. Du glaubst, das Gehirn glaubt. Du hast es vorgestellt, du hast es angenommen, du hast gelernt. Und du kannst es. Du lebst jetzt in einer Realität. Und deshalb, je öfter du das tust, deshalb gebrauche das, was du hast, über das Untergleichen.
lerne mehr und mehr darin zu reifen und reif zu werden. Die Bibel sagt hier ganz klipp und klar, in seine Wunden sind wir geheilt. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Wenn du mit deinem Gott mal über so einen Mauerhügel rübergesprungen bist, dann kannst du auch zutrauen, dass du über größere Bergen und Hügel springen kannst. Wenn du glauben könntest, würdest du die Wunder Gottes sehen. Du musst nur glauben, ganz einfach. Und Glauben passiert in deinem Kopf, in deinem Verstand. Das musst du musst dich überzeugen. Das ist so. So hat Gott gesprochen in der ersten Mose, steht in der Offenbarung. Du weißt, es steht in der Bibel. Du würdest die Wunder Gottes schauen, erleben und so weiter und dir aneignen, wenn du es überzeugt wirst. Aber viele Leute sind nicht überzeugt, dass Jesus Kranke heute noch heilt, dass Jesus heute noch Menschen befreit. Davon sind viele gar nicht überzeugt. Damals, ach, das war ein wunderbarer Heiland. Aber er ist derselbe, gestern, heute und auch in aller Ewigkeit. So steht es in meiner Bibel. Bevor du etwas erlebst in deinem geistlichen Leben, musst du zuerst mal Überzeugungsarbeit machen in deinem Leben. Schaffe dir eine neue Vorstellung. Bildlichen Schaukelstuhl oder wo auch immer es ist und fang an, von Gott zu träumen. Fang an zu träumen, was alles passiert. Nimm dieses Placebo-Effekt in deinem Leben ein. Ich habe keinen Krebs, auch wenn du 10-mal Krebs hast und voller Krebs bist. Ich habe kein Corona, ich habe keinen Mangel. In meiner Bibel heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Hirte. Und dann heißt es weiter, mir wird es nicht mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Glaube, was du liest, verstehst, was du hörst. Und es ist so wichtig, dass du das verstehst. Und wenn in dem Moment, wo du verstehst, fliegen die Dinge dir zu. Ich werde nie vergessen, als ich so 50 war, dann kriege ich so einen Brief, was weiß ich von wem, wahrscheinlich von der Krankenversicherung, ich soll mich so Krebsvorsorgeuntersuchung begeben. Man wollte feststellen, ob ich Krebs habe. Das war damals so der Mode mit 50 so etwa Krebsvorsorgeuntersuchung. Und ich habe gedacht, ich habe keinen Krebs, ich glaube an keinen Krebs und ich werde es auch nicht annehmen. Wenn ich Krebs habe, ist okay, dann werde ich halt an Krebs sterben. Ich habe keine Angst vor Krebs, das ist nur ein Geschwulst. Und ich habe es nicht angenommen. Und jetzt sind schon 25 Jahre vergangen und habe immer noch keinen Krebs. Aber wenn du suchst, wirst du finden. Ich weiß, wovon ich spreche. Da kaufe ich mir doch als junger Bursche, junger Pastor ein Buch über Medizin. Wie erkennt man Krebskrankheiten? Für 70 D-Mark damals. Und dann untersuche ich mich selbst. Und plötzlich habe ich einfach so einen Arm, so Geschwülste und Geschwüre. Wenn du etwas suchst, wirst du immer was finden. Deshalb hör auf mit dem Blödsinn zu suchen, dich untersuchen zu lassen. Wenn du hast, dann hast es. Und wenn du nicht hast, hast es nicht. Und preise Gott und danke Gott, dass du es nicht hast. Nur nebenbei. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und Christus in dir und dann wird dir alles andere zufallen. Nach was trachtest du? Was suchst du? Von wem bist du überzeugt? So, was ich befürchtet habe, was ich glaube, das wird mich treffen. Und so viele Leute haben Krebs, weil sie untersucht worden sind. Verstehst du? Ja, man hat gefunden. Und mein Vater hat gesagt, wenn man einen Hund schlagen wird, man wird immer einen Stock finden und einen Knüppel. Ja, was du suchst, wirst du finden. In der Bibel heißt es, bitte, so wird man gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Ob Krebs, Tumore oder weiß der Kuckuck noch was, was es ist. Ja, such. Die Krebserreger kommen zu dir, wenn du sie erwartest. Und man wird immer welche finden. Glaub mir das. Denn der Mensch hat Viren und der Mensch hat Krankheiten in sich. Der Mensch ist ein krankes Wesen. Aber Gott schenkt uns Gnade, dass uns erhält. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Überzeuge deinen Körper, dass du keine Krebsgeschwüre hast, dass Gott dich gesund und normal geschaffen hat. Lass dich nicht einreden von unserer Gesellschaft und unserer kranken Gesellschaft, einreden, dass bei dir was nicht stimmt. Höre nicht auf die Schwätzer. Hab deine eigene Meinung und lass dir die Krone von niemandem nehmen. Du bist die Krone. Du bist bestimmt von Christus, von Gott, dass du regierst und lass dir den Kopf nicht verdrehen. Dass du etwas glaubst, wir haben ein schwaches Herz, eine schwache Lunge. Wir sind alle schwach. Wir leben alle von der Gnade Gottes. Ja, nur nebenbei. Du kannst deine Richtung ändern in deinem Leben. Wenn ich es nicht will, werde ich auch nicht bekommen. Aber wenn ich mich dem öffne, es könnte was raus sein, es könnte was sein. Ich lasse mich vom Teufel und von dieser Gesellschaft nicht überzeugen.
Ich habe meinen Glauben, darum rede ich. Und jeder muss für sich stehen und an sich glauben. Wenn du Angst vor der Spitze hast, dann wirst du noch, bevor du gestürzt wirst, tot umfallen. Glaub mir das, dann mache ich keinen Witz. Das ist, wovor man Angst hat. Wenn man etwas sucht, wird man finden. Such nicht das Negative, such das Positive. Ich lebe mein Leben und ich lasse mir gut gehen, ich lasse Krankheit, ich lasse diese Dinge nicht in meine Fantasie rein, in meine Vorstellung, auch nicht mal in meine Ahnungen, auch nicht in meine Träume. Fange an, wie ein Gesunder zu leben. Das ist, wie man seinen Glauben verändert, sein Leben verändert. Fang an, wie ein Gesunder zu leben. Jetzt lachst du vielleicht. Nimm ein Placebo, überwinde deine Fantasie, die ganze Angstmacherei, die ganze Einbildungskraft und die ganze Vorstellungsvermögen. Stell dir ein krebsfreies Leben vor, falls du einen Krebs hast. Dass du jetzt Urlaub machst, dass du noch eine Weltreise machst, verstehst du? Stell dir mal das vor, wie du als ein gesunder Mensch lebst und dahin wandelst. Jage den Teufel zum Teufel, hab mit dir nichts zu schaffen. Gib dem Armen keinen Raum, auch nicht den frommen Lager, denn gerade aus dem frommen Lager kommen die ganzen Angstmacher. Ja, weißt du, Brüderchen, Schwestern, das könnte es sein. Auch nicht von frommen Experten. Glaube an Gott. Glaube ist dein Placebo. Stell dir vor, wie du voller gesunden Zellen bist. Du trotzt vor Kraft und Energie. Ja, stell dir vor, wie die ganzen krankmachenden Zellen vernichtet, wie Gott in dir siegt, wie das Gute in deinem Leben siegt. Glaube ist nur eine Vorstellung. Nur eine Vorstellung, nicht mehr. Das ist der Glaube. Eigentlich ist nichts da. Lies mal Hebräer 11. Da wird beschrieben, was Glaube ist. Klipp und klar. Stell dir vor, wie die gesunden Zellen in deinem Körper hin und her springen und die kranken Krebszellen vernichten und den Teufel zum Kuckuck jagen und dein Körper immer stärker und stärker wird. David ermahnt ihn im Herrn. Stell dir vor, wie du mit deinen positiven Gefühlen die negativen Gefühle ausschaltest. Stell dir mal vor, ich singe, ich lobe den Herrn und damit beginnt deine Heilung oder meine. Meine Vorstellung, meine Gedanken bestimmen mein Leben und ich fühle mich jeden Tag besser. Auch wenn es vielleicht nicht so der Fall ist, du musst dich selbst überspielen. Diese alte Melodie, diese Leier. Die Vorstellungen sind Placebos, die bestimmen deine Gesundheit, deine Krankheit, deinen Erfolg, deinen Misserfolg. Unsere Vorstellungen sind unsere Programme, die unser Unterbewusstsein steuern. Das ist ein Programm, da gibt es gleich Schuldgefühle nachher, deine Gleichgewichtsstörungen. Alles ist drin. Wenn du es zulässt und nicht Stopp sagst, bis hierher, und da sollen sich deine Wände legen, du sollst dich selbst motivieren, dir selbst das Ziel vorgeben, dich selbst suggerieren und dir selbst einreden, dir selbst die Richtung bestimmen, dort möchte ich hin. Wenn wir gestresst sind, sind wir empfänglich für alle möglichen Geister, aber du möchtest den Heiligen Geist haben und nicht irgendwelche Dämonen und Geister. Komm runter, komm zur Ruhe, werde still. Und erst, wenn du ruhig geworden bist, in aller Liebe, ruhig geworden bist, vielleicht trinkst du einen guten Tee, wo du einschlafen kannst, oder warme Milch, vom Schlafen gehen, Gott wirkt. Wenn wir uns nicht mehr wichtig benehmen, ach, jetzt habe ich gegeben das Geld nach Moskau. Wenn dein Geist, dein Betriebssystem erreicht, dieses Unterbewusstsein und so weiter, du bist still und harrst auf den Herrn und alles wird gut, nimm nur diese Gedanken, vielleicht von der Predigt, das soll ich dir mitnehmen, was schon ziemlich lang ist, aber nimm diese Gedanken mit, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Und einfach, du gehst nach Hause und du sagst, es wird alles gut werden. Mit Jesus bist du in einem anderen System, in einer anderen Welt, in einem anderen Programm, in einem anderen Film, in einem anderen Kino. Der Teufel versucht dir ständig Gedanken einzupflanzen, so ein Placebo-Effekt. Mach weiter. Lass dich nicht vom Teufel impfen. Es ist wichtig, die Gedanken zu prüfen, von woher kommen diese Gedanken. Und wir wissen eines, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und ich vertraue dem Herrn. Er hat gute Gedanken. So, ich kann dir nur vorbeten, aber du bist selbst der Auslöser deines Glücks oder Unglücks.
Dein Glaube verändert deine Gehirnzellen, deine Hormone, deine Gefühle. Das verändert, dass ich kann es so sagen. Ich rede, weil ich glaube. Und ich möchte, dass du ja, diesen Glauben hast und dann sagst, nach meinem Glauben wird es geschehen, wie ich ihn gelehrt worden bin, wie ich verstanden habe und so weiter. Gott wird uns nicht vergewaltigen, ihr Lieben. Er wird uns nur das geben, was wir erwarten. Erwarte das Schlimmste und du wirst das Schlimmste kriegen. Erwarte das Beste und du wirst das Allerbeste kriegen. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Der Glaube an Gott löst die alten Muster komplett in unserem Leben auf und schaltet sie aus. Ich lese Jesaja 43, Vers 19. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Versprichst es. Merk es nicht. Merk es nicht, dass Gott an dir arbeitet, seitdem du dich bekehrt hast, seitdem du getauft worden bist. Gott arbeitet an dir. Da heißt es, ja, ich lege einen Weg durch die Wüste und Flüsse durch das Ödland. Ich komme zu dir. Wenn du etwas Neues erlebst, auch wenn es nur so klein ist, so klein, dass es am Nagel geht, ich werde am Sonntag über den Senfkorn predigen, so Senfkorn-Glauben, die sind nicht nur Senfkorn, sondern Orchidee-Glauben, das ist noch viel kleiner, nur ein Minimum. Verstehst? Ja, wenn du ein bisschen was erlebst, fang an, das zu zementieren, dann danke gerne. Und das ist, wenn du anfängst, Gott zu loben, zu preisen, danke sagen, dieser Schlüssel, wie du das alles verewigst. Danke Gott dafür, preise ihn, festige dein Erlebnis. Es war so klein, so wenig, nur ein bisschen was. Ich sage, preis den Herrn, es wird größer. Und nächsten Tag wird es noch größer. Und übernächsten Tag wird es noch größer. Und ja, nächste Woche, da wird es super. Deine neue Einstellung, das vertieft den Erreichten, wenn du Gott lobst und preist, du wirst zum Sieger gemacht. Denn wer da hat, so steht in der Bibel, wer da hat, dem wird es noch gegeben, dass er noch mehr habe. Steige dich. Du hast vom Herrn etwas bekommen, so Placebo, so Bombele, so Zuckerle. Verstehe ich das? Steigere. Danksagung ist der Schlüssel für Vertiefung, für Erweiterung, für bewusste Wahrnehmung. Danksagung. Und das kann dein Leben verändern. Fang an, Gott zu danken. Du siehst noch nicht. Der Elia, als er auf dem Karten war, er sollte für den Regen beten. Da betet er zuerst mal, und sie sieht nichts, er betet siebenmal, betet er, manchmal musst du vielleicht auch siebenmal beten. Er betet siebenmal, und dann sieht er eine Wolke so groß wie die Faust eines Mannes. Und dann sagt er, aha, schnell. Es wird schütten. Und es hat auch geschüttet. Verstehst du, wenn dann nicht geregnet hat, dann verschüttet es. Und es war so, beeil dich. Aber er sagt dann, so eine kleine Wolke am Mittelmeer irgendwo aufsteigen. Gib Gott den Zehnten, auch wenn es Pfennige sind oder Zins, dann werden es Euro. Fang an, Gott zu beteiligen an deinem Leben, an deinen Finanzen, an allem, was du bist, was du hast, was du kannst. Vergesse nicht, alles beginnt in Gedanken. Lieber Heiland, hilf meinen Hörern, dass sie begreifen, dass alles im Kopf beginnt, du hast es im Kopf gegeben und der Kopf soll geheiligt, gereinigt werden. Unsere Gedanken sollen deine Gedanken sein. Dein Wort ist ja wie ein Placebo für mich, ein Zeichen. Ein Gedanke, ein Stichwort, Herr, und ich halte mich ganz fest an dein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Ich danke dir, mein Gott, für dein Wort auch heute Nachmittag, Herr. Du bist gut. Segne meine Freunde, meine Hörer, wo sie auch sind, und dass sie deine Wunde erleben. Amen. Amen.